Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Wir hatten am Sonntag Haseltal-Gottesdienst in Steinbach-Hallenberg und das war richtig schön. Vor allem schön war, dass wir musikalisch begleitet wurden vom Posaunenchor und von einem Chor, ja richtig groß war der, das war der Kinder- und Jugendchor der Evangelischen Kirchgemeinde Steinbach-Hallenberg zusammen mit dem Frauenchor Rotte-Rode. Und die haben ja, richtig wunderschön gesungen. Das war eine Freude, denen zuzuhören. Und besonders hat mein Herz gejubelt, als sie gesungen haben, I have decided to follow Jesus. Und nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu mir, die die Ermutigung hört und hat gesagt, ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als Corona losging und die Ermutigung losging, da hast du das Lied auch mal gesungen mit Ukulele. Mach das doch noch mal. Und das will ich heute noch mal machen, weil es wirklich ein schönes und wichtiges Lied ist. I have decided to follow Jesus, heißt die erste Strophe. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. No turning back, no turning back. Es gibt kein Zurück von dieser Entscheidung. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Zweite Strophe. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. The world behind me, the cross before me. 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 No turning back, no turning back. Dritte Strophe. Auch wenn niemand mit mir geht, if none go with me, I still will follow, werde ich trotzdem Jesus folgen. If none go with me, I still will follow. If none go with me, I still will follow. If none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch allen. Seid behütet, seid gesegnet. Passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf. Und bis morgen.